Hey ihr Lederträger, willkommen zurück zu Days Gone. Ich bin aber ganz kurz ans heimatliche Camp. Wir gehen noch ein bisschen Holz sammeln. Und gleich fahren wir los und machen die nächste Hauptmission. Oh, guck mal hier. Ich hab das mal voll. Was ist denn da los? Und ich glaube, ich werde mal wieder die Armbrust holen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier so viel Holz rum... Oder nee, Moment. Ich mach was anderes. Ah, kann ich mir die nicht jetzt irgendwo craften? Warte mal, wir schauen mal ganz kurz. Ausstattung, Vorräte, Materialien, Herstellung. Da haben wir es doch. Und zwar... Armbrustbolzen. Ach, ich kann die jetzt nicht bauen hier. Man kann die sich nur angucken. Das ist ja blöd. Aber hey, ich könnte jetzt einen nagelbesetzten Zaunpfahl, Stuhlbein, Kantholz und Baseballschläger machen. Geil. Einfach so. Ja, ich bin ja gespannt, was sonst noch so kommt, wenn wir jetzt erst 9 von 30 Rezepten haben. Ach ja, übrigens Deacon ist ja mal voll der Tagträumer. Wir haben letztes Mal wieder von... Ja, von Sarah geträumt. Aber ich kann sie mir auch nicht verdenken. Ich meine, klar, man träumt halt von seiner Frau. Die man eigentlich verloren glaubt, aber dann ist sie vielleicht doch gar nicht tot. Ja, ich war wohl eine ganz... Oh, okay. Gleich Boost, warte. Wir nehmen mal die Armbrust, oder? Ja. Eine Weile weg. Ist heute wohl richtig heiß wird. Und immer schön die Freaks fernhalten, ja? Coole Sache, jetzt habe ich wieder kein Holz. Aber das macht nichts. Aha. Warum zeigt er sich immer noch das Scharfschützengewehr an? Ach, Deke. Ach, Buß. Na, dann lassen wir den mal wieder alleine. Er sagt ja, bald kann er wieder fahren. Und dann können wir wieder gemeinsam losziehen. Ich finde diese Ripper-Keule so geil übrigens. Die ist richtig, richtig krass. Könnte nützlich sein. Klar. Noch mehr Kerosin. Ah, wir haben ja alles. Gut, dann fahren wir wieder los am besten. Bei dem Wetter ist es ja auch super, mit dem Motorrad zu fahren übrigens. Was willst du machen? Oh, gutes Timing. So, dann machen wir weiter mal die Mission für Tucker, weil ich bin schon sehr gespannt, was da dabei rauskommt mit der Information mit der jungen Frau, die sie da hatte für uns. Die junge Frau mit, hat sie gesagt, blonde Haare? Komm, seien wir mal ganz ehrlich, Sarah muss noch am Leben sein. Dann machen wir uns keine Illusionen jetzt. Achso, warte, ich muss wieder hier hin. Was brauche ich denn? 0,47 Gallonen. Ja, ist okay. Das müsste so den Tank... Wie viel passt denn da eigentlich rein in so einen Tank? Also den würde ich jetzt mal schätzen, so 10, 20 Liter vielleicht. Oh, und schon ist wieder Tag. Ja, ihr wisst ja, ich hole mir ganz kurz noch den Kanister und werde nochmal voll machen. Wird uns sonst noch... da drin sind wieder ganz schön viele Sachen. Wird ja mit der Zeit alles wieder aufgefüllt. Wird nie langweilig. So, Kinder, brauche ich irgendwas hiervon? Natürlich nicht. Brauche nichts. Hier liegt auch wieder richtig viel. Oh, Kerosin brauchen wir natürlich. Das ist nochmal Benzin. Ja, aber gut zu wissen, dass irgendjemand hier heimlich die Vorräte immer wieder aufstockt. Finde ich ja ganz cool. Dann mal los. Das war's. Was noch cooler wäre, wenn wir irgendwann einen Tank bekommen, der gar nicht mehr leer geht. Also, ne, ist zwar unrealistisch, aber es wäre cool. So, dann schauen wir mal. Hier ist ja alles ruhig jetzt. Also die ganzen Freaker sind ja schon ausgerottet. Die ganzen Nester sind weg. Und hier werde ich nicht nochmal drüber springen. Das habe ich schon gelernt, dass ich das nicht machen sollte.
Okay, wo versteckst du dich? Du musst hier irgendwo sein. Wasser braucht man immer. Vielleicht unten am Bach. Ich seh mich mal um. Er hat aber auch ein gutes Auge, der Typ, hä? Das muss von ihr sein. Hier holt sie sich bestimmt ihr Wasser. Ja, du kommst jeden Tag her und holst Wasser, oder? Aber du bist vorsichtig. Du bleibst nicht lange. Kluges Mädchen. Na, was wollen wir wetten, dass die Frau in der Kirche ist, hä? Das war ja der Ort, wo ich nicht rein konnte. Lass das Bike mal lieber stehen. Oh, ich höre wieder diese kleinen Krabbler. Kluges Mädchen. Sie meidet die Straße. Verdammter Ripper, von euch kommt hier keiner lebend raus! Was? Was? Du kannst im Kampf sehr viel Schaden nehmen. Geh in Deckung, um Verbände und Medik... Was? Komm schon, komm schon. Position ist leer. Alter Schwede. Oh, sie haben eine erwischt. Also der andere, der Bind, hat die andere erwischt. Ich finde das so gut mit dem Pfeilen da, mit den Bolzen. Wieder ein Bike. Voll erwischt. Bewegung! Ihr werdet frei! Zurückziehen! Folgt dem Weg! Stopp! Lasst mich euch Carlos Worte lehren! Carlos? Erwischt? Nee, hab ich nicht. Na, wie ist das? Oha. Mit der Keule geht das echt schnell. Hier bist du. Opfere ihn. Verdammt nochmal! Na? Komm, das war doch... Das war doch ein Kopfschuss. Das war ein guter Treffer. Ah! Erwischt habe ich euch, ihr Penner. Yes. Eine Rohrbombe auch noch. Wenn die ruhig halten, ist alles super easy. Bin ich halt nicht mehr so. Was sitzen jetzt hier?
Ich muss mal ganz kurz hier rauf. Kommst du nicht da rauf? Eek. Komm schon. Ja, gerade alles sehr ruhig. Ich glaube, ich hab's ja erwischt, hä? Wie ich denn da rankomme an den Benzinkanister? Der Benzin war auch voll. Wir haben eigentlich alles voll. Ist alles gut. Ein Ripper, weißt du? Die sind eigentlich nur doof. Doof und assi. Erzählen da irgendwas von wegen, ja, sieh das Licht oder so ein Quatsch. Was haben die gesagt? Was für ein Käse. Na komm. Ach, verdammt. Na, vielleicht hat der oben noch einen schönen Sniper. Oh. What? Oben auf dem Dach, hä? Also die Leichen, aber ich habe da keinen gekillt. Das müssen noch die Schweinebacken gewesen sein. Ach nee, sieh mal, die habe ich doch schon untersucht. Eine Spitzhacke, diese wäre sogar noch ein bisschen besser. Das ist sogar eine gute. Ja, gut, die habe ich auch schon im Waffenschrank, von daher. Schwupps, brauchen wir die nicht. Doch nicht in der Kirche, ja. Aber ich glaube, ich habe nicht Verbandskästen voll. Ah, ich hätte gedacht, in der Kirche. Das würde auch passen irgendwie, dass sich jemand in der Kirche versteckt. Oh, und dass die Assis dann... Oh! Penner. Zeig ihm den Weg. Zeig dir den Weg. Häng ihn hinab. Ach komm, das war eben mindestens ein Kopftreffer dabei. Hoppala. Man trifft auch nicht besonders gut mit der Knarre. Du meinst in die Flanke fallen. Flankieren heißt nebendran herlaufen. Cool, ne? Aber was, wie könnt ihr noch leben? Komm mal, ich treffe nicht. Wer nicht stirbt. Du bist jetzt frei. Meinst du, das ist er, ja? Oh ne, da kommen ja noch mehr von den Spinnern. Hat keine Muni mehr. Ja, keine Spezialmuni mehr vor allem. Oh, stirb doch mal jetzt.
Ich hau nicht ab. Getroffen, getroffen! Ich hab halt nichts mehr. Oh, da hab ich ja Bolzen. Denn hin? Was haben wir denn da? Jetzt hab ich dich. Ach, so gut wie ihr trefft, ja. Im letzten Pfeil genau ins Gesicht. Das Haus ist zu. Wie kommt sie rein und raus? Zwar nicht viel Muni, aber wir haben wieder ein bisschen was, immerhin. Lappeninventar voll, ihr mit euren Lappen. Also Kinder, mal ganz ehrlich, was die aber auch aushalten und bei der Zielgenauigkeit kann ich einfach schlecht in den Kopf schießen. Das müsst ihr mal zugeben jetzt, das ist nicht leicht. Oh, Sabotage. Ja, sehr gerne. Sabotage! Null Schrott. Oh, da zischt's ein bisschen. Ist das das Motorrad? Nee, das war eine Schlange. Eine Leiter. Na klar. Ah, gar nicht blöd. Also die Creeper oder die Freaker zu blöd für. Ich stell sie hier auf. Okay, Kleines, wo steckst du? Nochmal kurz den Perimeter hier. Absaven. Da legen wir die Waffen. Die Pennergesichter könnten doch ruhig mal ein bisschen Munition horten, oder? Wäre für mich alles etwas einfacher gewesen dann. Mant überall hier. Wieder Nahkampfwaffen brauche ich nicht. Ich habe schon die beste Nahkampfwaffe, wenn er mich fragt. Oh, noch ein Bolzen, sehr schön. Wenn die einfach so rumliegen sieht, finde ich klasse. Hallo? Hab keine Angst, ich tu dir nichts. Bist du allein? Ist da noch jemand bei dir? Ich warte hier auf meine Eltern. Sie sagen, ich soll nicht mit Fremden reden. Oh Mann. Okay, ist das dein Zimmer? Die sind wirklich toll. Sind das deine? Nein! Lisa. Der gehört mir. Den habe ich fürs Turnen bekommen. Ich hätte gewinnen müssen, aber Missy King hat gemogelt. Lisa. Lisa, hörst du die Schüsse da draußen? Es ist hier nicht sicher. Ich war in der Schule. Und meine Mom rief an und sagte, ich soll nach Hause kommen, sofort. Sie würden hier auf mich warten und wir könnten zusammen los und... Ich kam her und fand eine Nachricht, dass sie mit anderen mitgegangen sind und ich wusste nicht, was ich tun soll. Also habe ich mich versteckt. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Schon gut, alles gut, alles gut. Lisa, nicht weit von hier gibt es ein Camp. Und da sollte ich dich wirklich hinbringen. Da sind Leute. Da sind Leute, die ich kenne. Es ist, ehrlich gesagt, ein Arbeitslager und fürs Essen musst du arbeiten. Das Leben ist hart. Was? Aber du wirst wenigstens nicht hungern. Nein, nein, meine Mom kommt nicht holen. Okay, ist das deine Mama? Du sagtest, sie kam nicht nach Hause. Stimmt's? Dann ist sie vielleicht im Camp. Mom ist im Camp? Ja, sie wartet auf dich. Ja, das...
Das tut sie bestimmt. Okay. Bleib dicht bei mir. Ach je, das Mädchen ist ganz schön durch, ja? Die bewaffneten Männer. Sind sie noch da draußen? Nein, die machen uns keine Probleme mehr. Hast du sie getötet? Sie sind weg. Nein, nein. Viele Infizierte. Ist da unten jemand? Na toll. Kleine, wie lange geht das schon so? Ein Zettel von Lisas Mom. Oh, Lisa, viel Spaß heute. Ja, Lisa, viel Spaß heute. Ein Brief an Lisa von ihrer Mutter gefunden in Marion Forks. Lisa, viel Spaß in der Schule heute. Denk daran, deiner Lehrerin von deinem Turnwettkampf letzte Woche zu erzählen. Sie wird bestimmt stolz auf dich sein. Heute Abend gibt's Nudelauflauf, dein Lieblingsessen. Kuss, Mom. Oh nein, das arme Kind. Was ist das? Oh, ein Zettel von deiner Mom. Macaroni mit Käse. Tja, das war einmal. Ja, ist schon bitter. Ich meine, wie alt ist sie jetzt? Nicht sehr alt. Kommt man damit klar als Kind? Also als Jugendliche vielleicht auch. Ach, crap. Warte mal. Ich hab doch hier so einen Attraktor. Und ich hab Mollys. Und ihr brennt alle schön. Verdammte Freaker, brennt! Lisa, bleib hinter mir. Oh, der lebt ja noch. Verdammter Freaker. Wir sollten gehen. Wow. Ist einfach so gestorben. Ihr Schrott. Eurer Spaß. Aber lohnt sich ja. Sind noch mehr. Das sind nur Krabbler? Nee, das sind schon Schwärmer. Ach doch. Ja. Wird das voll gut, aber schade, dass man nicht mehr. Ist das eine Grille oder ist das. Jetzt hier hat irgendwie eine Schlange. Ich würde sagen, sie soll sich hier drin verstecken und wir machen in der Zeit das Motorrad klar. Diese blöde Zählansetzlinge, warum kann ich da echt nur 3 von tragen? Komm, Lisa, alles gut. Versteck dich. Na los. Ja, nicht schlecht. Nein. Doch, Lisa, alles gut. Einfach ein paar Typen kaputt hauen und wieder reparieren, das geht sogar mitten im Kampf. Da ist ja ein Bär! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der ist ja auch infiziert! Aha.
Wir sollten ganz schnell irgendwo anders hinrennen, ja? Oh, da kommt er wieder, das Bärchen. Oh, ja, und die ganzen... Da sieht zu klump. Ah, oh, da oben sind die kleinen Kerle wieder. Vielleicht ist noch ein bisschen Meister Pets. Oh Gott. Petsy der Bär. Nein, nein, nein. Ja, Bärchen. Sorry, Bärchen, du hast Fleisch, habe ich gehört, hä? Das ist richtig was wert. Oh. Mr. Camps wird's brauchen. Einmal Bärenfleisch, das ist echt schon ein bisschen... Naja. Das ist schon ein bisschen lachhaft. Für so ein riesiges Vieh nur einmal Bärenfleisch. Nee, komm, das ist jetzt echt Verschwendung für das eine. Das einmal zuschlagen. Da. Es sei denn, hier ist ein bisschen Schrott über. Ja. Na komm. Hol den Schrott. Dick, hol den Schrott. Schade, dass hier kein Polizeiauto mehr steht. Oh, alle drei wieder voll. Sehr gut. Oh, ich will erstmal die Karre wieder voll machen. Ich krieg das hin. Oh. Ja, das wird halten. Motorrad war kaputt. Also angeditscht. Komm schon, steig auf. Wir müssen weg. Ich weiß nicht so recht. Komm jetzt. Komm schon, Kleine. Wir müssen weg. Okay. Hey, wie heißt du? Deacon. Mein Name ist Deacon. Ja, Lisa. Wie hast du hier draußen alleine so lange überlebt? Sag's nicht. Du redest nicht viel, was? Mein Dad sammelt Steine. Wir haben hier immer zusammen nach Donnereiern gesucht. Donnereier? Was ist das? Das sind Steine, aber man schneidet sie auf. Innen sind sie richtig schön. Dioden, okay, meinst du? Das klingt toll. Wir haben überall gesucht. Am Belknap-Krater, beim Lavastrom, am Black Crater, überall. Glaubst du erst auch im Camp? Ich weiß nicht. Also Geoden haben sie gesammelt. Jetzt erzählst deinem Kind so einen Quatsch und sagst, das sind Donnersteine. Und warum fahren wir jetzt dahin zum Camp? Warte mal. Achso, das. Oh. Ich dachte, hier vorne lang geht's schneller, aber ja. Gibt's auch noch einen Tunnel. Interessant. Oh nein, ich hasse Tunnel. Die sind immer sehr unschön. Scheiße, da ist jemand im Tunnel. Was? Hier, steig ab. Was machen wir jetzt? Pass auf die Schüsse, die du gehört hast. Das waren sehr böse Männer. Verstehst du das? Ja, und da vorne sind auch wieder sehr böse Männer, glaube ich. Ja, cool, ich habe nur einen Bolzen. Was? Bleib hier und versteck dich irgendwo. Komm nicht raus, bis ich es sage, okay? Ja, okay. Als würden die das nicht hören oder merken jetzt, dass wir da reinfahren. Und jetzt leise, Mädchen, leise. Hier gibt's irgendwo noch Munition. Oder Zedernsetzlinge.
Da kommt auch so eine Quatschidee. Ja. So fühlt sich's an, wenn man brennt. Ha! Hab ich dich. Hey, jetzt komm doch endlich mal raus. Ich kann richtig nett sein. Verstehst ja, ja. du, was ich meine? Ich auch. Bei dir ist es schon eine Weile her, was? Und die Jungs hier teilen sicher gern mit dir, oder Jungs? Jetzt komm endlich raus! Lauf ruhig weg! Ich krieg trotzdem! Ach, was machst du? Lisa? Kleines! Komm schon raus, alles gut! Ist schon sicher eine Weile her, was? Ja, ja. Ich brauch das dringender. Na gut, nehme ich halt mal ein bisschen das Sturmgewehr. Habt ja recht. Vor allem habe ich jetzt gerade keine andere Wahl. Aber schade, warum kriege ich denn hier keine Munition für die Pistole? Die haben doch alle Pistole, was hatten die sonst außer 9mm? Oh, na gut, nee. Verbandskasten brauche ich wohl nicht. Alles okay? Ja, ja. Ich glaube, ich will nach Hause. Nein, Kleine, ins Camp. Weißt du noch, deine Eltern, sie... Ja, sie könnten dort sein. Okay. Na, ich glaube, die macht noch Dummheiten, das Mädchen. Nicht, dass sie uns irgendwie auf einmal hinten angreift, ins Ohr beißt oder sowas. Oh, der hat eine Machete. Für mich? Ich wollte schon sagen, hier ist wieder was. Ah, guck mal, da wäre ein Molly gewesen. Ah, egal. Boah, so die Polizeiautos, wenn man sie mal braucht. Ah. Ja, ist ja gut jetzt mit den Überlebenshinweisen. Ich brauche die nicht. Danke. Perfekt. Na? Ja, kann ich... Warum nimmt er die andere Waffe jetzt nicht mehr? Manchmal ist komisch. Ist wohl dieses Begleitmissionsproblem. Ja, ich habe eine Frage, Lisa, und du musst wirklich gut darüber nachdenken, okay? Hatten eure Nachbarn irgendwelche Schusswaffen, also Pistolen, Gewehre, sowas in der Richtung? Nein, die Männer haben alles mitgenommen. Männer? Solche wie die Männer im Tunnel oder hatten sie Uniformen an, wie in der Armee? Wie die Armee, aber sie waren ganz schmutzig und hatten selbstgemachte Fahnen. Die Schutz County Miliz, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. War noch jemand bei ihnen? Frauen, Kinder? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Tommy wüsste das noch. Tommy? Tommy Strickland. Mein bester Freund. Aber er ist weg. Er ist mit seinem Dad im Versteck. Versteck? Ich... Sein Dad hat einen Atombunker gebaut und Vorräte eingelagert. Karten, Essen, Wasser, Waffen, solches Zeug halt. Okay, okay. Weißt du, wo das ist? Nein, ich sollte mitfahren. Aber ich wusste, dass meine Eltern mich hier abholen kommen. Naja, du hast gehofft, dass deine Eltern dich abholen.
Ich fahre gerade voll den Umweg, kann das sein? Hoppala. Wollen mal ein bisschen driften. Oh, hier ist er. Ja! Den könnt ihr euch sonst wo hinstecken, den Überlebenshinweis. Ist gut jetzt. Okay, das ist es. Wir sind da. Also bleib einfach bei mir. Okay. Na, wen haben wir denn hier? Mrs. Tucker. Oh mein Gott. Oh. Lisa, Schatz. Alles gut. Hier bist du sicher. Mama und Papa, alle wurden krank. Ich wusste nicht weiter. Männer kamen. Die Leute wurden krank. Schon okay. Du bist hier sicher. Das ist ein Wunder. Ein verdammtes Wunder. Wir waren Nachbarn, stimmt's, Lisa? Wir wohnten im selben Block. Ich kannte ihre Eltern. Sind sie hier, Mrs. Tucker? Schatz, du kennst die Antwort. Nein. Sie sind nicht hier. Gehen wir rein. Wasch dich erstmal. Und iss etwas und dann suche ich dir einen Platz zum Schlafen. Nimm sie mit. Gib ihr was zu essen. Geh zu Alkai. Ich schreibe dir nachher Punkte gut. Hey, hör mal, sie hat viel durchgemacht. Könnten wir es. Ich entscheide hier, wie. Nein, hör zu, ja? Im Ernst, nimm sie nicht so hart ran wie die anderen. Erzähl mir nicht, wie ich hier das Camp führen soll. Du willst hierher ziehen? Du willst uns vor Ort helfen? Dann kriegst du vielleicht eine Stimme. Jetzt reiß dich zusammen, Dick. Sie ist so wie die Omi, die einen so ein bisschen zur Vernunft bringt. Ich find's lustig. Ja, komm, wir haben was Gutes getan. Deke ist schon ein Guter. Aber ich kann's auch verstehen, dass er keinen Bock hat auf dieses Camp-Zeug da. Viele Infizierte. Hot Springs, Stufe 2 endlich. Leute, nächstes Mal gehen wir richtig schön shoppen, sag ich euch. Und du bist jetzt in Sicherheit. Lisa erinnert mich an Sarahs kleine Schwester. Ich darf nicht zulassen, dass ihr etwas geschieht. Und lass mich raten, Sarahs kleine Schwester ist schon tot. Aber Leute, das finden wir nächstes Mal raus. Kommt ihr noch was? Kann ich speichern? Ja. Ach, sag bloß, dass brandsetzte Gegner in Brand stecken. Mann! Hab ich nicht gewusst. Ja, egal, Leute, ich speichere dann. Danke fürs Zusehen. Auf jeden Fall gerne ein Like, ein Save, wollte ich sagen. Auf jeden Fall mal speichern bei mir, bitte. Nein, gerne ein Like da lassen und vielleicht einen netten Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Alles klar, wir sehen uns zu Days Gone. Oh, muss aufstoßen. Tschüss.